Hier beschäftigen wir uns mit der Umformung von Gleichungen als Folgerung aus den Körperaxiomen der reellen Zahlen. Wir fragen uns nach einer Lösung der Gleichung a plus x ist gleich b, wenn wir nach x auflösen möchten. In der Schule hätte man einfach beide Seiten mit a subtrahiert und wäre zur Lösung x ist gleich b minus a gekommen. Dass dies so einfach funktioniert, müssen wir jedoch erst mit Hilfe der Körperaxiome zeigen. Das reine Argumentieren mit den Körperaxiomen der reellen Zahlen kann mitunter sehr schwer sein, da man jetzt plötzlich vor ein Problem gestellt wird, das man in der Mittelstufe schon intuitiv lösen konnte. Wir schauen uns nun den Satz an und versuchen dessen Gültigkeit Schritt für Schritt nur unter Berufung auf die Körperaxiome zu zeigen. Es soll bewiesen werden, dass die Gleichung a plus x ist gleich b die eindeutig bestimmte Lösung x ist b minus a besitzt. Wir werden diesen Beweis in zwei Teile untergliedern. Zunächst zeigen wir, dass die Gleichheit tatsächlich erfüllt ist, wenn wir für x den Term b minus a einsetzen. Dann werden wir zeigen, dass wenn a plus x gleich b ist, hieraus auch zwangsläufig x ist gleich b minus a folgt, also dass es nur eine einzig mögliche Lösung gibt, nämlich die aus dem ersten Schritt. Man kann diese beiden Schritte unter die Begriffe Existenz, es gibt also eine Lösung, und Eindeutigkeit, nur diese Lösung ist richtig, zusammenfassen. Kommen wir zur Existenz. Um zu zeigen, dass x ist gleich b minus a eine Lösung der Gleichung a plus x ist gleich b ist, setzen wir diesen Term für x ein und prüfen die Gleichheit. B minus a kann auch als b plus minus a geschrieben werden und nun dürfen wir das Kommutativgesetz der Addition und anschließend das Assoziativgesetz der Addition verwenden. Wir erhalten so a plus minus a in Klammern plus b ist gleich b. Es ist a plus minus a gleich 0 und die Summe aus 0 und b ist 0 b. Wir haben also gezeigt, dass die Gleichung für x ist b minus a stimmt. Nun zeigen wir die Eindeutigkeit. Wir schauen uns die Gleichung a plus x ist gleich b an und versuchen zu dem Term x ist b minus a zu gelangen. Dies ähnelt stark dem aus der Schule bekannten Umformung einer Gleichung. Wir addieren beide Seiten der Gleichung mit plus minus a und da die Addition kommutativ ist, dürfen wir die minus a's nach vorne schreiben und wir erhalten minus a plus x ist minus a plus b. Mit dem Kommutativgesetz, das wir auf die rechte Seite der Gleichung anwenden, erhalten wir 0 plus x ist b plus minus a. Da 0 plus x gleich x ist und b plus minus a gleich b minus a ist, erhalten wir x ist b minus a. Somit haben wir auch die Eindeutigkeit der Lösung gezeigt und der Satz zur Umformung der Gleichungen ist bewiesen.